Jürgen Kische. Ab morgen ist er Hansas Manager. Heute sein letzter Erholungstag. Um 9 flog er nach Sylt, um 1 zurück, um 2 war er im Stadion. Übrigens, Gattin Angelika feiert heute Geburtstag. Ohne ihn. Essen in Rot. Keineswegs zurückgezogen. Nein, nein, wer Duisburg im Pokal wegkickt, darf auch in Rostock stürmen. Bangura. Dauda Bangura. Die erste Chance nach 10 Minuten. Das Spiel bestimmt nicht überragend, aber abwechslungsreich. Hansa Rostock mit Heiko Merz. Heiko Merz, Torhüter kurz, rettet. Heiko Merz, Mikado, Fußball im Ostseestadion. Alle fallen, aber keiner wird berührt. 21 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Eisbehandlung bei frostigen Temperaturen. Man friert schon beim Zuschauen. Der Aufsteiger ohne Pickenecker und Markgraf, sogar mit einem A-Jugendlichen. Aber auch das geschwächte Team sorgt in der ersten Hälfte für Vollbeschäftigung in Rostocks Abwehr. Lipinski 0:1. Da hatte die Hansa-Abwehr wohl ihre Tarifpause genommen. Wie sonst hätte Jörg Lipinski so frei zum Schuss kommen können. Auch zur Halbzeit stand es 0:1, was der Trainer lieber allerdings keinen Abbruch tat. 15 Minuten nach Wiederanpfiff, bis dahin war überhaupt nichts passiert, brachte Jürgen Heinz Publikumsliebling Schlünz für Mandecker Alms. 100 Sekunden später passierte dies. Marco Zallmann. Bodden endlich mal Kopfballsieger und Schlünz. Noch war es nur das Außennetz. Essener Besuche in der gegnerischen Hälfte hatten Seltenheitswert und vielleicht war bei Rostocks Abwehr schon in Vergessenheit geraten, dass da noch Dauda Bangura war. Ein Pass, ein Schuss, ein Tor. Und zwar in der 72. Minute. Der Zweitliganeuling führte mit 2:0 und das durchaus nicht unverdient. Und für Bangura gilt, ein Großer ist, wer auch im Fallen trifft. 9:3 Punkte hatte Rostock zuletzt geholt. Die schöne Bilanz wackelte kräftig, aber 11 Blau-Weiße wehrten sich tapfer. Carsten Sänger. Sänger. Pfosten. Und vorbei. Dreibandfußball. Schön zwar, aber erfolglos. Essens Torhüter Kurt. Ein bisschen Glück gehört wohl auch dazu. Es blieb beim 0:2. Gut 100 Essener unter den 4.400 Zuschauern waren begeistert. Und den Gastgebern sei gesagt, auch eine Niederlage ist noch kein Grund, einen ganzen Block so umzubenennen.